Also es gibt mal wieder brandheiße Neuigkeiten in der Minecraft-Konsolenszene. Das letzte große Update vor dem kleinen Bugfix-Update war ja, wie wir alle wissen, das Glide-Minispiel-Update. Mit diesem neuen Minispiel kam auch lediglich nur eine einzige spielbare Karte dazu, und zwar Höhle. Dies wird sich jedoch in Kürze, wenn nicht sogar schon nächste Woche, endlich ändern. Vorgestern streamte nämlich wieder einmal das Team von 4J Studios und zeigte da die drei brandneuen Glide-Maps, die demnächst auf allen Konsolen kommen werden. Bevor wir uns die Maps genauer anschauen, muss ich euch aber leider mitteilen, dass alle drei Maps in einem kostenpflichtigen Pack zu kaufen sind. Sie haben zwar angekündigt, dass die ein oder andere Map kostenlos sein wird, doch diese drei werden zusammen um die 2,99 € kosten. Applaus auf jeden Fall dafür mal wieder. Ich werde immer ein wenig zu den einzelnen Maps sagen und euch dann die jeweilige Runde zu Ende schauen lassen, damit ihr euch ein vollständiges Bild jeder Karte machen könnt. Die Maps, die kommen werden, sind Kraken, Dragon, also Drache und Yeti. Die Map Kraken ist auf dem Grundbau der Karte Bucht aus dem Battle Mode aufgebaut, also sie erinnert stark an das Thema Piraten, Meeresbucht und Schatzinsel. Die Map Drache, könnte man sagen, ist aus dem Mesha-Pack chinesische Mythologie. Alles erinnert irgendwie an die chinesische Kultur. Sehr viele große Strukturen sind da zu sehen. Und bei dem Namen Drache darf natürlich auch ein Drache nicht fehlen. Die letzte Map Yeti ist eine gefrorene Schneemap. Die Karte hat man ebenfalls schon kurz im Trailer zu sehen bekommen. Auch wenn sie auf keiner wirklichen Karte oder Mesha-Pack Welt basiert, muss ich zugeben, dass die sehr interessant aussieht. Diese drei Karten werden also dazukommen, nur mal eine kurze Info am Rand, die Maps sind wesentlich größer und breiter, also auch in die Länge gezogen und auch wirklich viel breiter, also man hat mehr Platz, und weil sie auch wirklich länger sind, gibt es da umso mehr Abkürzungen, also wird es da mal wieder richtig krasse Zeiten bestimmt geben. Ich bin echt gespannt, Freunde, schreibt aber jetzt mal gerne euren Favoriten in die Kommentare und vor allem, ob ihr euch dieses Pack holen werdet oder seht ihr das Ganze nicht ein, dafür jetzt auch noch Geld zu bezahlen, so wie ich, also ich werde es mir wahrscheinlich trotzdem holen, aber es nervt halt schon langsam, dass man für jeden Scheiß mittlerweile bezahlen muss.
Viele fragen sich sicher auch, wenn die Maps doch schon fertig sind, warum werden sie dann nicht sofort released? Dies hat Roger Carpenter auch im Stream beantwortet und er sagte nur, weil wir auch noch an anderen Dingen arbeiten, also die dann damit released werden sozusagen. Was dies sein könnte, können wir wie immer nur vermuten, jedoch für die, die den Modus Glide nicht so oft spielen oder gar nicht spielen, dürfte das dann ein wenig aufmunternd sein, dass nicht nur diese Maps dazukommen werden. Wie immer, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde.